Yeah. Nice, oh my god. Da stehen sie einfach zu zweit und ficken mich, Mann. Wie Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Runde CSGO Matchmaking. Wundert euch nicht, ich habe blaue Lippen. Ja, ich weiß, meine Nichte hat mir blaues Kaugummi gegeben. Ich fühle mich wie so ein Kind gerade. Blaue Lippen, blaue Zähne, blaue Zunge. So ist es halt, wenn man erwachsen ist, da muss man manchmal auch dem Wunsch der Nichte nachkommen, blaues Kaugummi zu naschen. Es ist gleich 4 Uhr morgens am 31.12. Oh, yeah. Easy Victory, meint er. Gut, dafür bin ich auf jeden Fall zu haben, jetzt so mitten in der Nacht. Ich möchte noch was Schönes für euch aufnehmen für heute, für den 31. Mir ist vorhin klar geworden, dass ich ja noch gar nichts habe. Und es war ungefähr 2 Uhr morgens. Da habe ich dann gerade meine Freundin ins Bettchen gebracht. Die ist auf der Couch wie immer eingeschlafen. Ich dachte mir, gut, wir gehen ins Bett. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja noch gar nichts habe. Shit! Oh fuck. Ich hoffe, dass ihr alle gut ins neue Jahr hineinrutscht. Es ist ja jetzt theoretisch schon bald soweit. Die zwei sind so ein bisschen nervig hier, die labern die ganze Zeit und haben schlechte Mikrofone. Was ist? Ah, easy. Komm, ich spiel mit der Grinder weiter. Was soll's? Weil ich hätte gerne hier eine Wumme, hallo? Eine Pistole. A-Code. Wir haben sie weg, A-Code. Ich hoffe, dass ihr alle sehr gut ins neue Jahr hineinrutscht. Ich versuche es auch auf jeden Fall so zu deichseln. Ich wurde heute schon gefragt, was so meine Lieblingskracher sind und was ich dafür so im Schnitt ausgebe. Und ich muss sagen, dass ich im steigenden Alter fast nichts mehr kaufe. Gut, ich hatte bis gestern nichts gekauft, also bis zum 30. Aber meine Freundin meinte dann, wir müssen noch einkaufen gehen. Und wenn ich dann davor stehe vor den Regalen mit dem ganzen Scheiß, dann kann ich es halt nicht einfach so liegen lassen. Ja, und dann habe ich doch noch ein bisschen was gekauft. Ja. He killed himself. Yeah. Da hat er sich einfach selbst gekillt. Easy. Ich habe jetzt völlig vergessen, was habe ich gerade eben gesagt? Ach genau, was so meine Lieblingskracher sind, wie viel ich dafür ausgebe. Früher habe ich sehr viel ausgegeben, wirklich sehr, sehr viel, weil ich es einfach geliebt habe. Ich habe einfach Silvester geliebt. Das war mein Lieblingstag im ganzen Jahr. Man konnte rumknallen und Zeug anzünden, Feuerwerk und der ganze coole Kram halt. Ne? Das war es einfach. Wie es halt oft so ist, man verändert sich mit der Zeit und der Fokus liegt auf anderen Dingen. Und vor allem denkt man auch viel eher über das Geld nach, das man gerade rauswirft. Also verfeuert der mehr oder weniger, also tatsächlich anzündet. Aber nichtsdestotrotz hat sich über die Jahre, gerade in denen ich eben sehr viel gekauft habe, sehr viel angesammelt. Also ich könnte vorneweg, ja, 2 oder 3 Silvester feiern, ohne irgendwas zu kaufen und könnte richtig, richtig brutal es krachen lassen. Ich habe noch ewig, ewig viel Zeug und trotzdem kommt dieses Jahr etwas dazu. Ah, da hittet er mich einfach am Schluss noch. Lächerlich. Aber hey, ich würde sagen, die Mates haben nicht zu viel versprochen. Es könnte echt ein easy Sieg werden. Und das kann ich jetzt sehr gut gebrauchen hier mitten in der Nacht. Einfach schnell fertig werden, geschwind den Kram noch schneiden, zack, boom, und für euch hochpushen, dass ihr heute eben an Silvester auch noch was zu schauen habt, bevor ihr es krachen lasst. Ne? Einige haben gesagt, sie lassen es mit ihren Freunden ordentlich krachen, werden ein bisschen was trinken, ein bisschen knallen, Lirum Larum. Ein bisschen knallen mit Freunden hört sich in dem Fall sehr komisch an. Nein. Fuck, oben ist auch noch einer. Und zündet euch nicht gegenseitig an, Leute, ne? Das ist nicht schön. Silvester hat auch einfach etwas Gefährliches an sich. Das lernt man dann auch so mit den Jahren. Oh. Gib mir einen Header, der Wichser. Das ist doch lächerlich jetzt gerade hier, oder? Tourney long. Oh, da stehen sie einfach zu zweit und ficken mich, Mann. Wie sie... Aber hey, cool bleiben. Ich darf mich nicht so arg aufregen. Ich muss auch bald schlafen. Ich darf mich jetzt nicht so in Rage reden hier. Meine Zunge. Das hat mich einen Schlumpf gefressen. Ich habe übrigens den Greenscreen leicht straff gezogen. Ich habe vorhin gedacht, ich mache ein Experiment und stelle die zwei Strahler wirklich ganz hier hinten hin, damit die nur den Greenscreen anleuchten. Und dann war ich aber, wie es zu vermuten war, viel zu dunkel. Und der Greenscreen sah auch nicht so ausgeleuchtet aus, wie er jetzt ausgeleuchtet ist. Deswegen muss ich es wohl doch leider so belassen. Weil gerade nachts, wenn die Augen auch so ein bisschen müde sind und eigentlich schlafen wollen, fuckt es richtig ab. Dieses helle Licht, ich meine, jeder kennt es, ne? Wenn man eine durchzechte Nacht hat und rausgeht. So habe ich es halt immer bei den Aufnahmen. Ich dachte, ich kann mich davor etwas retten, aber es ist leider so nicht möglich. Ich brauche noch ein paar Lampen. Vielleicht muss ich das alles in der Zukunft irgendwann noch ein bisschen anders machen. Oh komm, wo ist denn der Wichsbeutel jetzt hin? Das gibt's doch gar nicht. Nein. Das ist lang. Fuck! Mir war klar, wenn er Toilette ist, kann er ja auch lang sein. Aber dass er direkt so da schon steht, hart. Hart, aber fair. Puh, da habe ich ein Sternchen geholt. Ich habe sogar schon 2. Das verspricht ein gutes Spiel zu werden. Muss mal eben noch ein bisschen das Mikrofon hochstellen, damit es mir nicht so am Sack hängt. Wisst ihr Leute, das neue Jahr fängt für mich ganz, ganz blöd an. Weil ich habe ja meine semestrigen Prüfungen, beginnen im Januar. Direkt am Anfang. Ich glaube, die erste ist am 9. oder am 6. oder am 10. oder irgend sowas. Und das ist so scheiße. Man kann diese Feiertage und alles da drum und dran nicht genießen, weil... Noch einer! Man kann die Feiertage nicht genießen, weil man halt einfach erst darum muss.
Also ich weiß an Weihnachten, ich weiß an Silvester, scheiße. Meine Prüfungen kommen noch im Januar. Ende Januar ist dann dieses Semester auch abgeschlossen und dann habe ich wieder ein bisschen frei. Weil mich viele halt schon gefragt haben, yo, wie sieht's aus, zocken wir, wir haben ja jetzt Ferien und so, aber ich habe leider keine Ferien. Ich habe zwar keine Vorlesung, aber ich muss lernen. Und jeder kennt es, wenn man Prüfungen noch vor sich hat, dann ist man eh so vom Magengefühl her und man ist nicht so frei, wie man das eigentlich gerne wäre. Vor allem, um einfach entspannt zu zocken, das ist einfach scheiße. Ich habe jetzt mal die Ärmel hochgekrempelt, denn es geht gleich um die Wurst, ne? Ist klar. Ich mach P90-Action. Deine hat mich vorhin P90-Noob gelacht. Ich habe erst 1700 Kills auf der P90, okay? Das ist ja wohl noch weit entfernt von dem P90-Noob. Hallo? Vor allem, was machen die ganze Zeit mit ihrer Orb und sowas, ne? Ich würde sagen, das sind ja mal die größten Orb-Noobs, oh, die ich jemals gesehen habe. Hier, AK-Noob, Alter. Was für ein verschissener AK-Noob, Alter. Könnte ich wieder kotzen, wenn ich Noobs sehe, die mit AK rumspielen. Hier sogar in meinem eigenen Team ist so ein AK-Noob dabei. Und da so ein Tech-9-Nappel. Ja, super. Ein Knife-Noob. Ah, alles klar. Die Leute sind einfach bescheuert. Egal, das ist unsere Runde. Ich habe immerhin keinen Schaden gemacht, aber ich habe die Leute abgelenkt, ja. Die haben sofort gecallt. Scheiße, der geht da lang. Die gehen bestimmt alle. Und da sind sie jetzt und warten und warten und warten. Weil sie sehen ja, wenn ich bin ja praktisch der Anführer. Guck mal, wie man hier erkennen kann, bin ich in der Mitte und der mittlere Spieler ist eigentlich immer der Anführer. Das weiß ja wohl jeder. Wo sind all die Indianer? Nein! Scheiße! Und da kommt noch einer von hinten. Das war natürlich echt weak. Nein! Was? 85 in 4 und dann verreck ich. Und der Mate holt sich den Kill noch, ne? Ist ja wohl eine Frechheit. Okay, aber der andere kommt jetzt 100 pro von hinten, ne? Und oh, nice. Das haben sie gut gemacht. Da musste ich gar nicht so eingreifen, wie ich es sonst immer machen muss. Da unten sieht man die Noob-Aussagen. Die meisten von euch benutzen P90, ihr seid Noobs. Das sagen die verfickten Verlierer. P90 ist doch jetzt nicht irgendwie eine Überwaffe oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Also so overpowered oder sowas ist doch nicht. Man sagt doch einfach nur, die ist halt leicht zu spielen wegen dem Spray und hin und her. Aber theoretisch hat sie doch gegen einen geübten Spieler mit einer M4 AK oder auch einer P90 oder einer AWP doch gar keine Chance. Wie kann man dann von P90-Noob reden? Ist es nicht schön, wenn jetzt da vorne einer mit einer P90 angerannt käme? Da kann ich ihn doch schön klatschen. Herrlich. Klar, sowas kommt zustande eben wegen diesen winzigen Genitalien, die meisten halt haben. Aber es muss doch nicht sein, meine Damen und Herren. Es muss doch nicht zwingend sein. Komm, ich habe mir schon die Bombenpunkte. Was soll's? Easy. Doch die Bombenpunkte geholt. Ein bisschen hochgelegt hier. Ich bin 1-1 abgestiegen. Ich habe die Bombe gelegt und sinke? What? Oh Mann, geht mal bitte zur Seite, Junge. Ich gehe voll ungern hier bei Party entlang, gerade wenn Connector irgendwas steht. Jetzt warte ich hier kurz. Die Smoke dobst die ganze Treppe runter. Nein, scheiße. Hast du gesehen, das war da einer. Alles klar. Alles klar. 10-5. Gibt's eigentlich bei euch ein paar, die komplett ausgefallene Pläne haben, jetzt zu Silvester? Also sowas wie, ich gehe nach Frankreich und guck mir da was an oder so. Irgendwas, keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die zu Silvester irgendwo hingehen und sich halt Feuerwerk anschauen. Eine große Feuerwerk-Show. Fuck, scheiße. Okay, Männer. Wir können es schaffen. Beruhigt euch bitte alle. Ja, warum bin ich? Nein! Mann, diese Scheiß-Callerei geht mir auf den Sack, ey. Ich darf einfach nicht in solchen Situationen callen, wo ich möglicherweise gleich Feinkontakt habe. Das ist doch zum Kotzen. Oder ich darf mir die Call-Taste nicht auf die Maus legen. Also wenn wir die Runde jetzt verlieren... Was war denn das? War ein Fail von beiden irgendwie. Eine Runde noch, Jungs, und dann können wir einkaufen. Kommt, beruhigt euch. Die schreiben so hart mit denen da unten im Chat, ne? Und die Gegner sind, das sind solche... Es müssen irgendwie ganz kleine Kinder sein. Ah, Connector. Three. Three, hab ich gesagt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Und wenn wir die Runde nochmal verkacken, werde ich mir, sobald wir wieder Geld haben, eine P90 kaufen. Und dann sollen sie mal gucken, was sie tun. Verstehst du? Die P90 nur. Naja, meine Mutter hat mir die P90 geschenkt, Alter. Oho, an unserem Jahrestag. Bitch. Hier am Spot. Nein! Alles klar, ich würde sagen, P90 ist angesagt. Ich merke bei mir ständig dasselbe Verhalten. Ein Gegner kommt, ich schieße auf ihn und duck mich dann. Bewegt mich gar nicht mehr. Und die Gegner laufen immer hin und her. Ich sag mir jedes Mal aufs Neue, mach das nicht, sei cool, mach ein Ace. Wie oft klappt es? Selten. Sehr selten. Ich habe jetzt zwar keinen Kevlar, aber solange ich die P90 habe, um die Säcke zu ärgern, ist es mir wert. Ey, fuck, die haben fast aufgeholt, ne? 10-9? What? There's always people going connected. Ja! Nice, oh my god. Won't be short. Kid with P90. Na, die hat mich aber mal ganz schön gepimmelt, ne? Ist echt bescheuert, so zu laufen, oder? Zu dritt direkt B durchzugehen, also B lang, und ist niemand short und guckt niemand irgendwie hinten oder sowas. Ich weiß nicht, warum die gerade zwingend versuchen, ihn zu töten. Es sind noch zwei und wir sind zu dritt. Wartet doch einfach. Die werden jetzt 100 drauf A gehen. Oh, okay, doch. Unser game-changing Moment ist vorbei. Oder auch nicht. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt renne ich pushend. Ja, pushend und schießend. B-Short entlang. Also, sobald ich ins Wasser reinlaufe. Okay, niemand. Oh, for fuck's sake. Ja, weggeaimt, Alter.
Ja! Okay, ich geh kurz runter. Ich hab Schiss, dass die jetzt von hinten kommen. Oh fuck, nein. Ich finde, den habe ich ziemlich nice weggepimmelt auf Party mit der P90. Ich fuck die jetzt richtig ab. Aber. I think he's sitting in the smoke. Yeah. No, shit. Oh, fuck. Nice try. Das war okay, 10, 11 für uns. Es geht. Aber ich bin so cashlos gerade, dass ich jetzt eine Hardcore-Eco mache. Nice. Was haben sie getrieben? Nice. 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 Leute. Leute, der hat gerade eben einfach easy mal 4 Leute weggepimmelt, ne? Alter Verwalter, Mann. You virgin can't that echo. Das ist einfach edel, wenn die Leute nicht verlieren können, oder? Also vor allem, wenn es das Gegnerteam ist, das nicht verlieren kann. Das ist herrlich. Und wenn sie dann wirklich so verbal das ausdrücken müssen, ganz zwingend, ganz zwingend. Ah, ich denke, das sind hauptsächlich Leute, die wirklich zu Hause tatsächlich jetzt nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. So kleine Kinder, die von ihren Eltern, also gerade von der Mutter, sehr klein gehalten werden. Und natürlich, wenn sie Genitalien haben, ist logisch. Nein, fuck, meine Hand! Hat er gesehen, wie ich eben geaimt hab? Als wenn meine Hand eingefroren wäre, was ist mit mir los? Okay, wir können kaufen. Ich hätte jetzt eigentlich nochmal P90 holen müssen. Aber meine Nades waren wieder on point, die waren wieder krass, oder? Molly, HE, tot, bum, zack, Shakalaka, Motherfucker, Bajaka. Kennt ihr den Ausdruck Bajaka? Bajakas? Soweit ich weiß, heißt es sowas, ich glaube, es ist ein abwertender Ausdruck für Menschen, die nicht aus dem eigenen Land kommen, in dem man sich gerade befindet. Ich finde es einfach so lustig, Bajaka. Es gibt diesen Comedian, den Teddy, kennt ihr sicherlich, Teddy Comedy, ne? Und da hat er diesen Riedler, die Figur der Riedler. Da spielt er eben einen rassistischen alten Mann. Das ist einfach so sacklustig, das ist so krass. Oh, Afrika, du bist so wunderbar. Ja, der ist echt cool. Teddy ist, also kennt ihr sicherlich alle, der Integrationstest, dadurch ist er groß geworden. Und diese 7 Phasen oder 7 Stufenplan, dieses, dein Bein ist verdreht, Vato, dein Bein ist verdreht. Und er ist ja schwäbisch, er ist ja Schwabe. Und bei Schwaben heißt eben Bajaka. Oh, die ist aber nicht so geflogen, wie ich wollte. Bajaka eben sowas wie Ausländer oder Hinzugezogener. Das ist einfach ein lustiger Ausdruck, finde ich. Er gibt mir direkt so hart, ne? Ich geh mit 4 HP hin und geh mit 2 HP raus. Damage taken von Frère Rocher 98. Alter, der bringt sich jetzt aber gerade mal um. Das, ich bin der Lucky König, ich bin Prinz von Ägypten. Warum bin ich jetzt alleine auf B? Muss ich halt ein Ace machen. Nein! Shit. Manchmal spiele ich, als hätte ich irgendwie eine Störung, keine Ahnung. Die kommen doch eh auf die B und ich habe die P90. Ich mache sie alle tot wie ein Stück Trockenbrot und die haben keine Chance. Die haben keine Chance, gegen mich. Hallo? Nein. Bro, er schießt mir in den Arsch. Er schießt mir einfach knallhart in den Arsch. Ich kann mich nicht beklagen. War ein schönes Spiel. Ne? Da könnte man doch möglicherweise sogar ein kleines Däumchen drauf hochgeben. Auch weil heute Silvester ist. Die Rutschung beginnt ja eigentlich gleich. Macht euch bereit. Vielen Dank für eure gesamte Unterstützung die letzten paar Jahre und speziell eben dieses Jahr natürlich. Vielen Dank für alles. Ihr seid die Besten, ihr seid die Coolsten, ihr seid die Hübschesten. Mein Ton ist blau. Wir sehen uns dann im neuen Jahr. Macht's gut. Ciao.